Ja, wir sind zum Postgame-Interview hier. Christoph Warners, Winning Pitcher. Gratuliere zu deiner Performance. Dein erstes Complete Game in den Playoffs. Wie ging es dir heute? Ja, es ging mir eigentlich ziemlich gut. Stimmung war super. Hat mich natürlich ordentlich aufgepäppelt, um zu pitchen. Ja, es war halt super. Du hast die Schlagmänner der Athletics wirklich gut unter Kontrolle gehabt. Die Defense hat hinter dir natürlich pariert. Wie ist bei euch im Moment der Zusammenhalt im Team? Warum seid ihr so stark heute zurückgekommen? Ja, es gibt natürlich im Team auch Up and Downs. Zum Beispiel, wenn wir bei Bases Loaded nicht scoren, aber nächstes Inning holen wir uns einfach wieder zurück und das ist gute Spieler-Chemistry. Nächste Woche geht es in Atlang weiter. Natürlich seid ihr weiterhin unter Siegzwang. Die Athletics könnten sich noch einen Ausrutscher erlauben. Vorfreude? Sehr. Jetzt können wir nochmal spielen. Gut, dann hoffentlich sehen wir uns nächste Woche. Vielleicht wieder auf ein Postgame-Interview und gratuliere zu deiner super Performance und wir sehen uns in Atlang. Danke. Ein zweites Interview kommt gleich. Walter Strasser sollte am Weg zu uns sein. Walter Strasser bei uns. Wolli, großartige Partie auf die alten Tag. Wie ist da heute gegangen? Ja, ich muss sagen, Wanderers sind ein starkes Team, offensiv. Ich habe sehr viel mit Offspeed arbeiten müssen. Fastball waren voll drauf. War wirklich ein extrem gutes Match. Anderes Pitching, anderer Foodop vom anderen Pitcher und dem anderen Team. Wahnsinnspartie. Also. Ich wollte gerade darauf ansprechen, der gegnerische Pitcher, glaube ich, knapp halb so alt wie du. Was sagst du über den jungen Christoph Warners hier? Ja, er muss dranbleiben. Also, das ist irrsinnig viel Potenzial noch natürlich und Wahnsinnspartie. Mehr kann man nicht sagen. Heute hast du wahrscheinlich nicht ganz den Run-Support bekommen von deiner Offense, wie es vielleicht du dir sonst gewünscht hättest. Was war da los? Warum haben sich deine Batters so schwer getan gegen den Christoph Warners? Er hat seine Pitches sehr gut platziert, muss man sagen. Und er hat genau gewusst, wie er die Batter auch vorbereiten kann. Und wir sind ihm immer wieder reingefallen, dass wir sehr viele Popflies oder Flyballs geschlagen haben und einfach keine soliden Line-Drives. Und das hat er einfach sehr gut gemacht. Also. Nächste Woche geht es in Atlang weiter. Ihr seid wahrscheinlich ziemlich gepumpt. Könnte man das Ding zu Hause holen. Wie geht man denn da so in ein Spiel hinein, wenn man doch noch einen Spielvorsprung hat, aber trotzdem die eigenen Fans natürlich nicht enttäuschen will? Man muss natürlich gleich ins Erste, also wir wollen natürlich gleich das Erste gewinnen, aber wir haben natürlich ein bisschen Konfidenz, wenn wir einfach zwei Spiele noch haben können. Also nur also einen Sieg brauchen und nicht zwei. Aber wir müssen als Vollgas geben. Natürlich. Wir müssen gewinnen, ja. Hilft nicht. Dann wünsche ich euch eine gute Heimreise. Ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche. Vielleicht du ja sogar am Mount. Und bis dahin, alles Gute. Ja, vielen Dank. Danke.